Ja, moin Leute, was geht? Garn wieder hier am Start. Wir spielen Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Mit dabei sind Smokey, Chris und Jonas in PES. Moin. Und Servus. Die Mission ist easy going. Stehlen Sie, was ist denn jetzt los? Was schießt denn hier? Ich hab einen Treibstoff gewollt. Oh. Nee, so Wagen 1 down. Au! Mich hat's erwischt. Oh, was ist das? Komm noch mehr. Mist. Glaubst du, sie wieder beleben? Ich mach ihn da ganz schnell. Trotz los. Benzin gesichert. Wo ist denn der lang? Der ist unten lang. Der ist abgebogen. Das nenne ich mal einen Rundum-Service. Oder kommt der jetzt? Der haut ab. Ne, der ist abgebogen. Nur fahren wir hinterher schnell mit dem Auto. Ja, Nebenbei eine kleine Mission haben wir nebenbei fertig gemacht. Wohin hier? Jo. Alle drinne? Ja, komm rein. Ja, bin drin. Auf, gib Gas. Dann will man es wenigstens erschrecken. Wieso bin ich jetzt im Kofferraum? Weiß ich nicht. Mach die Musik aus. Ich weiß nicht wie. Ja. Was, ey, Autofahren ist nicht meine Stärke in dem Spiel. Digga, ich hock im Kofferraum. Alles, was uns von hinten rammt, ist mein Tod. Alles gut. Ja. War ich Bratzen auf den Jeep hinten, oder was? Ja, jetzt komm, Chris, geh raus schon und schieß schon mal los. Auf das hintere Fahrzeug. Oh, warte mal, nicht schießen. Nicht schießen, jetzt, schieß. Oh, und ist drauf. Komm, jetzt das nächste Auto. Scheiß auf das, da ist in den Hand. Hier ist ein Gunner. Perfekt, Gunner. Ja, nice. Oben war das down. Das ist ein anderer Schützen. Läuft hier, Mann. Da war er. Perfekt. Noch einer müsste im Wagen drin sein. Oh, sorry. Der ist ausgestiegen. Komm, wir holen uns den Jeep. Lass uns den Panzer-Jeep nehmen. Auto steht. Da müssen noch einer sein, Vorsicht. Aufkommt. Deck rein. Da. Da hast du irgendwie an das MG da oben? Ah. Gut, dann nehme ich mit Chris den hier. Komm, schieß mal den. Steig, den Heli steigt aus und steigt in den Schützen ein. Dann schieß mal den Heli bitte über uns ab. Nein, nicht den Heli abschießen. Nee, lass den. Okay. Lass den. Einer. Mein Auto ist verschrott nebenbei. Bin drin. Was? Ups. Oh mein Gott. What the fuck? Ey, was ist das für ein Weg hier? Wer macht denn so eine Kurve? Siehst du mehr? Wer macht denn so eine Kurve? Ja, wie Chris meine Sprüche raushaut. Ja, ist doch so. Er brettert gerade total quer den Hang runter. Komm weg, wer hat letzte Nacht geschlafen? Wer, ich? Ja. Oh Gott, jetzt kommt echt das mit dem Fahrrad, ey. Du, wir sind auf YouTube live, ne? Überleg dir, ob du den Satz sagen willst, ob er jugendfrei ist. Aber ich hab sehr gut geschlafen. Jetzt ist er still. Ich hab geschlafen wie im Motorrad. Seitlich auf dem Ständer. Leute werden das Auto abholen. Kann ein Mann nicht ein Auto stehlen? Kidnappen ist eine Sache. Aber sein Auto? Das macht man nicht. Ja, das ist echt gut, zeitlich und stimmt. So. Was überfahren. War geplant. So, Leute, boah, eine kurze kleine Mission für nebenbei, denn jetzt kommt die Hauptmission. Und da müssen wir ganz kurz warten auf den Anruf. Und es gibt nur eine Zugangsstraße. So kann man auch für die Sicherheit sorgen. Soll ich das anrufen oder was? Warte. Ruf mal an. Nach der Show verzieht sich El Chido auf dem schnellsten Weg nach Mexiko. Was macht ihr da? Ein bisschen Mountainbiking. Okay. Scheiße. Oder nicht gerade Motocross, nicht Mountainbiken, das lag ich da. So, neuer Einsatz. El Chido. Und genau diesen Herrn, den wollen wir. Was gibt's dafür? Finden Sie El Chido. Santa Blanca will El Chidos Konzert unbedingt veranstalten. Boah, aufs Maul gelegt, von der Kiste geflogen, Alter. Hast du das gesehen? Nee, ich war gerade in Dings.
Von so. Runtergejumpt und. Bisschen weiter weg. Deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut für euch. So dass ihr nicht hier 20 Minuten uns zugucken müsst, wie wir Auto fahren. Und Lippe, du steigst ins Auto ein oder fährst mit Moped dahin? Ich fahr mit Moped. Alles klar. So, da sind wir auch wieder. Wir haben. Also die Mission hier vorne, aber wir haben vorher was Neues entdeckt. Also schaut her. Beziehungsweise. Vielleicht seht ihr es so. Hier seht ihr es ein bisschen. Oder du, komm mal her zu mir. Da seht ihr es auch nochmal. Schaut die Waffe an, das ist eine neue Waffe in dem Spiel, beziehungsweise vielleicht ist sie neu, also sie ist auf jeden Fall neuer, so. Und wie ihr sie freischaltet, ist ganz einfach, ihr geht auf Belohnung, also Shift auf 2 im Spiel, Belohnungen. Und diejenigen, die The Division gespielt haben, können sich dieses Ding holen. Und zwar hier, Agenten werden abgesetzt, passen sie ihren Charakter mit dem Division-Kostüm, der Waffe und dem Aufnäher an. Ist kostenlos, beziehungsweise für die, die es nicht haben, könnte das Geld kosten, beziehungsweise, also was heißt Geld, Uplay-Punkte oder sogar gar nicht anklickbar sein. Ansonsten, das ist die neue Waffe, die ist unveränderbar. Ich zeig's euch mal nochmal hier. Aber Leute, sie sieht richtig, richtig geil aus. Man kann leider nichts an der verändern. Leider, aber hey. Cooler Skin, coole Waffe und dann zeige ich euch noch, was es noch alles gibt für das Ding. So, Ausrüstung, Erscheinung ändern. So, Körperdetails gibt's am Tattoo. Gibt's das DJ Perico? Cooles Tattoo nebenbei. Das wollten wir jetzt nebenbei nicht. Halt, kein, nein. Santa Maria, so, zurück. Fertigkeiten, Ausrüstung, Erscheinungen, Kostüme da. World Division. Und das ist das World Division Paketchen, das Kostüm. Sieht richtig cool aus. Mit der Maske, wie man sie so gerne trägt in der Dark Zone. Und das ist es. Schaut her, meine Freunde. Könnt ihr euch auch anziehen nebenbei. Und dann gibt es noch ein paar Stickers, aber die Stickers, die gehen mir sonst wohin. So. Tape hängt sogar an der Seite. Rucksack sieht auch cool aus. Und die Waffe auch so schräg gehalten. Richtig, richtig geil. So. Jetzt muss ich mal die beiden hier fragen. Seid ihr bereit? Oh, ja. Yeah. Okay. So, dann greifen wir an. Finden Sie El Chido am Veranstaltungsort. Das kennt ihr noch von mir, von der. Hier ist ein Sicario. Das ist ein Stadt. Genau da. Von meinem Easter Egg Video. Ich mach hier einen auf Vollgas. Die Klamotten gefallen mir. Ne, hier geht's leider nicht lang. Ich geh mal wieder da hinten hoch. Ich weiß nicht, was du hast. Hier geht's weiter. Echt? Ich komm da nicht hoch irgendwie. Scheiß drauf. Ich komm hier nirgendwo hoch. Was ist denn das? Das Spiel mag dich nicht mehr. Ja. Die Drohne ist oben. Ich geh hoch, so. Oh fuck. Ach, hier. Ja, da eigentlich, okay. Ich habe ja zwei Aussehen gesehen. Lass dich nicht entdecken. Gut, dass wir unser Leben riskiert haben, um das Werbezeug zu zerstören. Es hätte ja tatsächlich jemand von der Show erfahren können. Wow, Leute. Schnappen sich. Also, den Kerl nicht killen, ne? Warte, die sehen dich. Der hat den Schuss gehört. Jetzt sucht er. Was schießt denn da schon von euch? Sorry. Schießt da einer von euch? Ja, ich hab schon. Pass gut auf, die wissen, dass er rennt weg. Er rennt weg, er rennt Richtung uns. Okay. Lippe, ihm sichern. Schnappen dir, Lippe, schnappen dir. Hinterm Auto. Ja. Okay, perfekt. Ja, ja, alles gut. Jetzt mit drinnen. Tut mir leid. ja, ich komme. Ich hab da einen Gegner an der Seite. Ich versuche zu kommen, ich hänge mich fest. Zwei Leute sind da noch, die. Ich hätte gerne mit ihm gelabert, aber. Ja. Kein Ding, alles gut. Der Tango ist hin. Okay, ich schnack mal mit ihm. Oder mach du. Ich schnack mal. Oh. Und der Beschützer. Halt mir den Rücken frei. Ja, bringen Sie El Chico zu einer Dings. Auf, kommt. Komm mit zu mir, bitte. Alle zu mir. Alle zu mir. Bin bei dir. Einsteig ins Auto. Alle rein ins Auto. Schnell. Ja, wieso? Wer schnappt denn sich wieder im Ein verstauen? Drücken bitte mal schnell. Sorry. Rein raus. Da war das jetzt, komm rein.
Und los geht's. Wir kennen deinen Namen. Ja, ganz easy. Scheiß auf die Gegner. Gleich mal die Waffe ausgetestet. Ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Diese Mausoleen sehen die Brille aus. Und zwar auf der gleichen Seite raus. Ja, deswegen. Nicht schießen, wenn es geht. Nicht schießen, ne? Ja. Ja, nicht ins Auto rein und nicht schießen. Wegen dem Heli da oben. Und ich dachte, nicht schön. Und wir sind da. Juhu. Sehr geil. Dann hören wir uns nochmal das Geschwätz von der an. Nicht dabei. Hola, caballero. Freut mich, Sie zu sehen. Wollen Sie einen Drink? Wie sieht denn der aus? Ich habe nämlich kein Gesetz gebrochen. Ich bin Musiker und singe Fiesta-Lieder, welche das Leben der... Auch kein Geschwätz, oder was? So? Ja, hab davon gehört. Zwei Nierzahl davon. Warte, Bildschirm. Und trotzdem ist es wahr. Ich liebe das Video für La Plebe Anda Alvarada. Und der El Paso-Remix ist verdammt heißer Scheiß. No mames. Oh. Sie sind fake? Welche Sorgen sind Sie? Ich singe für Sie, en serio. Aber lassen Sie mich bitte gehen, ja? Abusamos de la Medicina ist möglicherweise mein Favorit. Aber Buchones Heridos, wo dieser Narko auf der Straße abgeknallt wird, den spielen wir auf ihrer Beerdigung. Der ist toll, oder? Bernadette, was sagten Sie? Ich weiß, Sie sind kein Killer wie die anderen Wichser. Kein Sicario. War er böse? Nein, er ist ein Engel. Hat kein schlimmes Wort über mich verloren. Sie sind nur ein Musiker und singen diese Lieder über die ehrliche mexikanische Arbeiterklasse. Das Kartell hat Sie gezwungen. Sie wollen doch gar nicht hier sein. Das stimmt, gezwungen. Ich will nicht mal hier sein. Bolivia. Ich schütze Sie. Ich kann Ihre wunderschöne Stimme aus sämtlichen CIA-Gefängnissen raushalten und alle Kartelle fernhalten. Ich kann sogar Ihr Auto zurückholen. Aber Sie müssen singen. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen. Jedes Detail über Santa Blanca. Holen Sie einen Stift. Was für eine hässliche Tattoos der im Gesicht hat. Wie er auch aussieht, so komisch. Wie heißt der Sänger? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber von Paul? Ja. Yeah, eine Yui haben wir bekommen. Das ist ein bisschen beängstigend. Die Musik hört nicht auf, nur weil El Chido und sein Auto haben. Was? Schrumpflitter? Die neue Waffe. Ja, die schauen wir uns jetzt an. Nebenbei habe ich nur ein bisschen geschossen, damit ihr auch seht, wie sich die neue Waffe, die Lova C. Ach, Lova sei schon L-F-O-A. Heißt nicht Lova normalerweise bei Dings? Elvork. Nee, ist schon richtig. Wie sie hier steht. Echt? So hieß sie bei Division? Ja. Das war doch die geile Waffe. Elvork. Okay. So, die neue Waffe, wo ist sie? Wo ist sie? L-V-O-A-C. Die neue Waffe, wo ist denn die? Morgen. Da ist sie. Jui. Bam, wie sieht die aus? Wow. Wirklich. Was ist das für eine Waffe, Alter? Was geht denn da ab? Die ist voll überladen. Außerdem fehlt der. Ach, der Griff ist eingeklappt. Jo, wie kann man den denn ausklappen? Geht gar nicht. Das ist so ein Griff. Das ist eingeklappter Griff. Jo, das ist sie, die neue Waffe, die wir dafür bekommen haben. In diesem Gebiet hier, Malta. Die Waffe hier, Ramon Felis, ist der neue Einsatz jetzt. Und ja, ganz nebenbei, ich werde es nicht spielen, denn das ist nichts für mich. Dann bin ich wieder meine andere. Nee. Ja. Nicht schön. Nicht ganz wirklich. So, ich nehme wieder die Demo, weil ich mag gern Visiere. So, in diesem Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und so weiter und so fort und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.